Hallo Kollege, Sie fahren heute einen Zug des Berliner Express, Teil der Rätischen Bahn von Tirano nach Poggiavo. Bitte rüsten Sie nun Ihr Fahrzeug auf und öffnen die Türen, damit die Fahrgäste einsteigen können. Abfahrt ist um 10.04 Uhr. Die Fahrzeuginformation: Wir fahren heute mit einem RHB ABE 8-12 VMAX 100 km/h. Der RHB ABE 812 ist ein dreiteiliger elektrischer Triebzug, von dem die Rätische Bahn RHB bei Stadler Rail insgesamt 15 Stück bestellt hat. Die Triebzüge werden von der RHB seit 2010 fahrplanmäßig eingesetzt. Das erste Fahrzeug wurde am 13. Oktober 2009 in Landquart abgeliefert und anschließend verschiedene Tests unterzogen. Die Züge werden analog zu anderen Stadler Produkten Flirt, Spatz oder Star als Allegra bezeichnet, was eine rätoromanische Grußformel entspricht. Mein Gott, das sind immer so schöne Worte hier. Und dann gibt es noch ein bisschen was zur Streckeninformation. Wenn ihr jetzt so kurz Pause drückt, dann könnt ihr euch das Ganze durchlesen. Bitte betätigen Sie vor allem nicht technisch gesicherte Bahnübergänge die Pfeifeinrichtung. Nein, bitte bestätigen Sie bitte bestätigen Sie vor allem nicht technisch gesicherte Bahnübergänge die Pfeife. So habe ich dann doch richtig gelesen. Mein Gott. Ihr merkt, es wird Zeit. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrtszenario bei Fahrzeuginfotext bei Wikipedia. Ja, damit begrüße ich euch natürlich. Ich bin's, der Bio. Freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Train Simulator. So. Ja. Ich muss erstmal hier kurz mal einstellen. Was hat da jetzt gesagt gehabt? Wir stehen jetzt. Jetzt muss ich mal ganz kurz mal gucken hier. Wir stehen in Tirano und fahren nach Poggiavo, war das, ne? Müssen wir mal gucken. Tirano. Poggiavo. Nach St. Moritz. Tirano. Nach St. Moritz, genau. St. Moritz. So, jetzt haben wir das dementsprechend dann halt auch hier geschildert. So, Licht an. Türen auf natürlich, dass die Fahrgäste hier einsteigen können, selbstverständlich. Wollen wir natürlich nicht vergessen hier. So, nach vorne. Wir können hier schon mal alles einstellen. 30 ist jetzt gerade angegeben. Gut. So, ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge hatten wir den RSSLO. Großartig, ja. An der Stelle nochmal ein großes Dankeschön dafür. Ja, Salzburg wäre jetzt eine großartige Strecke. Schaut am besten mal vorbei, falls ihr die Folge eventuell verpasst haben solltet. Und wir haben natürlich noch was Großartiges anzukündigen. Aber was heißt großartig? Für mich eher, naja, ne, also es ist was Tolles. Der Phasus möchte zukünftig jetzt hier auch gerne mal so das ein oder andere Video produzieren für ÖPNV-Simulationen. Das sind sogenannte Führerstandmitfahrten unkommentiert. Ja, das bedeutet also, ihr seht bloß das Bild, aber Phasus selbst spricht nicht. Also, wenn euch das Ganze interessiert, könnt ihr jetzt immer samstags vorbeischauen. Ja, das werden wahrscheinlich verschiedene Simulatoren sein. Also nicht nur der Train-Simulator, vielleicht kommt auch mal über das Subways oder irgendwie sowas. Ja, aber es wird halt wahrscheinlich eher auf die Schienensimulation auslaufen. Ja, also ihr werdet jetzt hier nicht großartig irgendwie um sie sehen oder sowas. Aber an sich eine relativ coole Sache. Ja, schaut da mal vorbei am besten. Ich glaube, da wird er sich sehr drüber freuen. Ja, und das war es jetzt eigentlich schon mit den großen Reden eigentlich. Jetzt warten wir natürlich ab, bis wir hier Abfahrt haben. Ja, okay, das ist das. Okay, müssen wir mal ganz kurz gucken. Ich bin schon eine ganze Weile mit denen nicht mehr gefahren. Das war noch zu einem ganz alten DNC. Ich glaube, das war sogar noch, oh mein Gott, das muss doch Microwasser TV gewesen sein. Das ist schon eine ganze Weile her, ja. So, was können wir hier noch machen? Wir können natürlich hier, ne, Fenster aufmachen. Das ist eine relativ coole Sache hier. Ne, hier komplett die Türen öffnen. Ja, auch hier wieder das Sonnenrollo, was wir hier benutzen können. Also auch hier wieder schön detailliert ausgerüstet alles. Stichwort war Arosaline, genau. Dankeschön. Arosaline war das Ganze gewesen, was wir uns damals angeschaut hatten. Aber das liegt halt auch schon eine ganze Zeit. So, hier haben wir V-Soll, hier haben wir Rangierbremse, Feststellbremse, Notbremse, Zugbremse, okay, Beleuchtung, Instrumentbeleuchtung. Aha, großartig. Fahrplanbeleuchtung. Ja, gibt's ja hier nicht. Ich glaube, mehr können wir hier an sich nicht einstellen. Den Scheibenwischer, klar, Klimaanlage. Nö. Ja, dann haben wir eigentlich alles. Warten wir jetzt nur noch auf Abfahrt und dann können wir loslegen.
Die ganze Aufgabe dauert irgendwas mit 45 Minuten, hat er jetzt so grob angegeben. Mal schauen, ob wir nicht hier das Ganze sogar noch in die Länge ziehen. Und mal wieder eine Zwangsversion nach der anderen zum Beispiel kommt oder sowas. Phasus lässt mich ja da gerne mal ins offene Messer rennen. So, 10.04 Uhr ist Abfahrt, dann geht's los von Tirano. Oh. Ja, so. Falls ihr wundert, warum ich jetzt gerade lache, ja, Phasus ist hier währenddessen noch im Chat dabei, also hier im Discord. Er verfolgt das Ganze nämlich und beobachtet mich, wie ich hier kläglich versage. Zieht aber auf einmal los hier. Ist hier voll eine AFB? Ja. Und ich muss nichts machen. Der Fahrlehrer schimpft er sich, ist auch da. So schön hier mit 15 km/h hier durch. Wundervoll. Ja, keine Vorbeifahrtkamera, das finde ich immer nervig, ja. Aber wir sind ja so schnell, da können wir auch mal schnell uns hin spawnen. Also ich habe vergessen zu pfeifen. Geschlossen ist, ne? Also das ist schon schön, ja. Also ich fand die Arosa-Line ja auch ziemlich nice, ja. Was halt wirklich ein bisschen anstrengend ist, heißt, dass du da die ganze Zeit so mit 20, 25 km/h rumgondelst, ja. Du kommst ja echt gefühlt nicht vorwärts. Aber das sieht schon echt hübsch aus, ja. Weil das ist halt so gefühlt so eine Stadtbahn irgendwie Mix ist hier, ja, weil du ja hier schon so Straßen fährst und alles sowas. Soll ich mal ein Bild machen hiervon? So. Fahren sie auch alle. Ja, Abstand. Oh, da kommt ein Scania. Uns ging. Sieht ein bisschen aus wie Flixbus. Aber ist zu gelb. Ist der Postbus. das ist ja eine Panoramastrecke für den Tourismusverkehr. Ah, der Zug hat auch Panoramafenster. Das geht bei 30 km besser als bei 300. Macht irgendwo Sinn. Da können wir uns ja auch mal hier reinsetzen, ne? Wir haben jetzt natürlich kein Panoramadach. Schlecht. Also der hatte zum Beispiel kein Panoramadach. Also.
aber es ist mega bergig hier. Hier oben muss diese Luft so frisch sein. Ach so, da gibt es noch nicht die extra Panoramawagen dafür. Alles klar. Haben wir jetzt nicht dran. Zu spät. Besser spät als nie. Ich will immer die C-Taste drücken, warum auch immer. Okay. Ja, also ihr seht, ne, schöne Aussicht. Gab ja jetzt auch vor kurzem einen großen Steam-Sale, ja, wo halt ja, wieder verschiedene Strecken wieder im Angebot waren. Und da hatten wir halt das Glück, ja, da gab es eine Swiss Edition, ja, wo zwei Strecken enthalten waren, also insgesamt von 6 Strecken. Ja, waren 2 Strecken dort dabei gewesen, die ich in meiner Sammlung nicht hätte. Und dadurch, ja, konnte man natürlich wieder ein paar Prozente sparen. Also es war, statt die einzelne Strecke jetzt zu kaufen für 35 Euro oder 30 Euro, für nur 20, ja, und diese Swiss Edition hatte dann 2 Strecken drin für 22 Euro, die ich nicht besitze, statt gefühlt 40, 50 Euro. Es ist doch ein super Angebot gewesen. Also ab und zu lohnt sich es auch wirklich echt mal so bei Steam halt schon und nicht immer gleich die Strecke, einzelne Strecke zu kaufen, sondern eventuell halt auch mal, ja, so ein bisschen so weiter runter zu scrollen. Ja, hör zu piepen. Ja, ich piepe da schon. Das bestätige ich schon. So, aber ich sehe gerade, wir sind ja auch schon fast wieder. Am ersten Halt. Hier sind die Panoramawagen. So, ja, sehen wir jetzt, da kannst du natürlich schön rausgucken. Wäre auch mal cool, mit so einem Zug mal zu fahren. Aber erkennt mal, wie lang der ist, das ist ja Wahnsinn. So, los geht's.
Ja, hier mal Urlaub machen. Ich denke mal, das könnte spaßig sein hier. Und meine Tochter hätte endlich mal Schnee. Bleifrei 95 und Diesel. Wundervoll. Genau, wie der abzieht. Also Bremsen hat eine ziemlich gute, muss man mal festhalten. Emergency wollte ich nicht. Hei, hei, hei. Wir rollen trotzdem ganz leicht nach hinten. Ja, also wie gesagt, es lohnt sich halt öfter mal bei Steam reinzugucken, gerade wenn er im Sale ist. Weil ihr bekommt ja sowieso mal die Benachrichtigung, wenn ihr euch ja irgendwie was auf der Wunschliste gesetzt habt. Guckt einfach mal mit rein, vielleicht habt ihr meistens immer Glück und findet halt dementsprechend halt extrem gute Angebote. Keine Ahnung, hier war irgendwas, aber hat man jetzt irgendwie nicht gesehen. Das ist schön, hier Andreaskreuzraum, wenn gar nichts ist.
Ja, ist schon putzig. Muss man mal lassen. Definitiv mal was anderes. Guck mal, diese Schneeskulpturen hier. Und rüber geht's über die Brücke. Ich glaube, das war gerade die perfekte Kameraposition, die wir uns ausgesucht haben. Einfach mal so schön zeigen zu können, wie es aussieht. Ah, das ist eine Strecke von Riebeck Games, ja? Alles klar. So, hier die Besonderheit, ne? Die Postbank hinten dran. Auch schön. Oh, halt doch an. Meine Güte. Okay, wir stehen scheinbar nicht direkt. Irgendwie erkennt er gerade den Bahnhof hier nicht. Ist das kein Halt hier? Nö, irgendwie erkennt er den hier nicht. Weil ich mal hoffe, dass der Kollege jetzt hier losfährt, weil der sperrt uns jetzt nämlich hier das Gleis. So, probieren wir es mal nochmal vorwärts zu fahren. Jetzt.
Also frische Luft drin lassen hier. Ja. Waren wir jetzt überhaupt pünktlich gewesen? Promille Steigerung, 70%, das ist Wahnsinn, wa? Das sieht gar nicht so aus. Aber klar, diese Berge da hoch und runter hier, das muss ganz schöne Leistung sein. Alter, wenn du jetzt hier runter guckst, ja, also hier möchtest du nicht runterfallen, ja? Einmal zu schnell mit dem Zug und fliegst da raus und war's. Mit dem Abgrund. Ja, ist schon schön. Der Train-Simulator, der hat schon was. Der hat absolut was. Also, sagen wir mal so, ne, von wegen so Corona und alles sowas, ja, wenn irgendwann mal die Zeit kommt, dass das Internet lahm liegt, ja, bist du zufrieden, dass du den Train-Simulator hast, dass du OMSI hast, vielleicht noch Trains im World hast, ja. Ich glaube, mit diesen drei Simulatoren kommst du bestimmt mindestens ein Jahr, zwei Jahre aus. Also so lange braucht er noch kein Internet mehr da sein. Weil du hast so unglaublich viel hier zu tun, ja. Unglaublich viel zu fahren hier im Train-Simulator. Großartig. Also das sind so Simulatoren, die dürften bei mir auf der Festplatte absolut nicht fehlen. Keinesfalls, ja. Also diese Dinger, muss man wirklich ganz ehrlich sagen, das ist schon... Das sind so Simulatoren, die dürfen nicht fehlen halt einfach. Ja? Also jeder Simulationsfan oder sowas, ja, der sich halt wirklich aktiv mit Simulationsspielen beschäftigt, der wird einfach um diese Simulatoren nicht rumkommen. Der wird nicht um sie rumkommen. Der wird nicht um den Train-Simulator rumkommen. Aber das sind so diese Simulatoren, ja, die halt auch wirklich gut zeigen, ja, was halt so simuliert wird, wie der Beruf simuliert wird halt. Ne? Von daher... dürfen diese Simulatoren einfach nicht fehlen. Aber ihr könnt ja gerne mal so eure Lieblingssimulatoren mal in die Kommentare posten. Das ist vielleicht der Stadtbahn-Simulator oder der Bus- und Cable-Car-Simulator. Nutzt unten die Kommentarfunktion. Lasst mich doch mal wissen, was ihr so spielt. Ja, vielleicht habt ihr auch eine Simulation, die ich bis dato gar nicht kannte. Ja, wäre auch mal interessant. Vielleicht habt ihr einen Geheimtipp oder sowas. Denn wie gesagt, schreibt es uns einfach mal rein. Würde mich ja mal interessieren. Wenn ihr immer auf der Suche nach tollen neuen ÖPNV-Simulatoren, ja, also wenn ihr da was kennt oder sowas, dann ja, lasst es mich doch mal wissen. Können wir uns das gerne mal angucken. Und wenn wir da schon mal dabei sind, ja, so von wegen so,
eure Lieblingssimulatoren. Ihr könnt auch gerne mal, falls es vielleicht auch der Train-Simulator sein sollte, der euch absolut gefällt, dann könnt ihr auch gerne mal einfach mal in die Kommentare posten, was ist denn so eure Lieblingsstrecke, ja, so in dem Train-Simulator. Vielleicht kann ja der Phasus-Teil ja ein Szenario draus basteln. Das wäre ja vielleicht auch eine coole Sache. Der Exklusiv-Express für euch oder sowas, keine Ahnung. So, Miralago. So, ja, wie gesagt, sind wir heute am Donnerstag. Ganz schön Betrieb hier draußen. So, Türe auf. Ja, wir sind sogar zu spät schon. Was ist da denn los? Müssen wir irgendwo ganz schön Zeit verloren haben. So, ah. Aber ein bisschen frische Luft tanken hier. Klasse. Alpine. Wundervoll. Jetzt kann man gleich mal richtig reinhauen mit 45 km/h. Großartig. Ja, also das ist schon echt himmlisch, ja, mit dem Wasser, den Bergen und sowas. So ein bisschen wie Heidi. Heidi. Ach Mann. Lang, lang ist her, Leute. Das ist immer schlimm, wie schnell man alt wird. Thank you.
Ja. So, nächster Halt. So, gigantisches Hotel da. Das dürfte auch bestimmt teuer sein. So, was haben wir denn noch vor uns? Boah, echt wirklich. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun hier. Stimmt ja, guck mal hier, Hinweise an Bahnhof, über die Feststellbremse anziehen, Fahrtrouten Triano, hören Sie von. Bitte betätigen Sie vor allen technisch gesicherten Bahnübergängen die Fälle. Ja, wundervoll. Genau so meinte ich das Ganze. Hat er gemacht, nachdem ich das letzte Jahr mal ein bisschen angemerkt hatte, dass er ja Umwehrstunden nur an Einweisung. Da ja, habe ich da mal ein bisschen gesagt, hier, pass mal auf hier, macht das richtig. Ja, und jetzt, das sieht gut aus. So, einfach nur Hilfe. Ja, so ein bisschen. Bella Italia unterwegs auf der Berliner Line. Ja, so wird die Folge auch heißen wahrscheinlich. Eigentlich ja ins Krisengebiet. Ja. Ob die jetzt hier wohl aktuell noch einen Zug brauchen? What? Wie sie von 60 waren? Ach, der Zugverkehr auf der Strecke ist also sowieso aktuell eingestellt. Alles klar. Naja, gut. Da hat sich die Frage auch übrig. Boah, das ist das erste Mal, dass ich mit dem so schnell fahre. Ist ja Wahnsinn.
6:50 Uhr. Das geht hier ganz schön hin und her, jetzt, oder? Ja, so sieht's aus. Wie gesagt, das sind alles Szenarios übrigens, die ihr jetzt auch demnächst runterladen könnt. Das Ganze werden wir nochmal in den ÖPNV-Newsletter behandeln, das ganze Thema, wie ihr das runterladen könnt. Dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Also das sind jetzt, wie gesagt, die Szenarien, die jetzt zukünftig kommen. Die ihr selbst dann natürlich nachspielen könnt. Von daher unbedingt immer diese Videos hier gucken, falls ihr mal ein Szenario von Phase spielen möchtet, denn ja, so richtigen Support gibt es dafür nicht. Sollte die Mission bei euch nicht funktionieren, dann vielleicht mal hier in das Video am besten reinschauen, was halt so groß benötigt wird und alles sowas. Das wäre auf jeden Fall schon mal wir sind doch zu stark gebremst hier. Das ist aber ein langer Bahnhof hier. Was ist los? So, in der Schweiz angekommen. Wundervoll. Wir liegen auch gar nicht so verkehrt mit der Zeit. Ich weiß nicht, ob man schon bei einer halben Minute von Verspätung reden kann. Ja, ja. So, nächste Halt ist Poggiavo, Endhaltestelle. Hier bitte alle aussteigen, der Zug endet hier. Ja, großartig. Das ist so ein kleines, feines Szenario. Auf jeden Fall, was heißt klein? Also klein ist hier nicht die Rede von 45 Minuten. Tatsächlich, so lange hat die Aufgabe wirklich gedauert. Ja, also wie gesagt, also wieder mal ein großes Dankeschön an Phasus für das Bereitstellen der tollen Aufgabe, dass er das Ganze hier natürlich erstellt hat für uns. Wie gesagt, wenn ihr das Ganze nachspielen möchtet, erfahrt ihr das Ganze jetzt am Sonntag in den News, wie ihr da hinkommt. Und da am besten, wie gesagt, definitiv mal reinschauen, die Szenarios von Phasus. Wie gesagt, er steckt auch noch in den Anfängen drin, also nehmt ihn da über, falls da noch so kleinere Fehler drin sein sollten oder sowas. Ja, er fummelt sich da jetzt deutlich rein. Und dann mal gucken, was so in den nächsten Monaten passiert. Vielleicht steigert er sich hier und baut schon grandiose Szenarios. Muss man mal gucken. Also auf jeden Fall an der Stelle großes, großes, großes Dankeschön. Und sonst, ja, wunderschöne Strecke, wunderschöner Zug eigentlich. Wie gesagt, ich würde ihn gerne mal so ein bisschen ausreizen wollen, mal einfach mal so gib ihm. Aber bis dato, ja, noch nie die Gelegenheit dazu gehabt. Mal schauen.
Aber auf jeden Fall schon sehenswert. Das sieht schon wirklich schön aus, alles hier. So, das war jetzt mal eine abrupte Bremsung. Ja, damit bedanke ich mich natürlich, dass ihr dabei wart. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Auch natürlich, was das Szenario angeht, könnt ihr gerne in die Kommentare posten, wie ihr das Ganze so findet von Phasus. Und wie gesagt, wenn ihr das Ganze selbst nachspielen wollt, wie gesagt, dann schaut am besten die ÖPNV-News jetzt am Sonntag. Und damit, es geht noch ins Abstellgleis. Oh, muss ich das jetzt auch noch zeigen? Wollen wir noch ins Abstellgleis fahren? Ja, auf jeden Fall können wir trotzdem ja schon die Endrede hier machen. Wie gesagt, schaut da einfach da rein. Und dann wisst ihr, wie ihr da hinkommt. Das Ganze wird dann auf Firehorse hochgeladen. Ihr müsst natürlich vorher noch eine kleine Readme lesen, damit ihr zu einem Passwort kommt, das ihr dann natürlich benötigt, um das andere Paket dann runterladen zu können. Aber wie gesagt, wie das Ganze genau funktioniert, mache ich natürlich dann alles in den News. So, ich sitze hier immer noch Emergency. Bitte fahren Sie jetzt den Zug zum Abstellgleis. Machen wir noch. Los geht's. Oh, das ist nicht gut. Hier ist das Tor zu, aber da steht ein Zug drin. So, jetzt aber Leute, damit ist die Aufgabe beendet und ich verabschiede mich, bedanke mich natürlich, dass ihr dabei wart und wir sehen uns dann natürlich beim nächsten Mal wieder. Und vergesst nicht am Samstag einzuschalten, wenn von Phasus die Führerstand mit Fahrt kommt. Ich glaube, da wird er sich sehr darüber freuen, wenn er auch mal dort mal reinschaut und wie gesagt, da mal ein bisschen was da lasst, ein Däumchen oder einen Kommentar. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.